Einen wunderschönen guten Morgen. Wünscht Sturm und Gewitter jagt Tirol. Heute rede ich nicht mehr. Ich bin immer noch live in Obertilliach. Wie man sieht, es schneit immer noch. Es kommt bis morgen nur 30 bis 40 cm dazu. Und ja, seht selber. Es wird nicht weniger, es wird mehr. Mal schauen, morgen will ich eigentlich heimfahren und mal schauen, ob ich überhaupt heimkomme. Das ist die nächste Frage. Also viel sieht man jetzt nicht mehr von den Häusern, weil überall die Schneewände sind. Guten Morgen, hallo. Also heute bin ich echt nicht drin. Entschuldigung. Also ich kann nicht mehr drin. Oh. Ja, ich versuch's, Reinhold, dass ich irgendwie mit einem Schneepflugfahrer ein Interview machen kann, wenn sie Zeit haben. Weil ich möchte jetzt da auch niemanden behindern oder lästig sei oder sonst irgendwas. Aber ich gebe mein Bestes und vielleicht kann ich dann am Nachmittag ein Interview machen. Aber Strom haben wir immer noch. Das hätte mein Handy nicht so heute mal kurzfristig weg in der Früh. Also im Tiroler Unterland, da schneit es auch ein bisschen, habe ich gehört. Aber da kann man nicht so massen wie daher. Okay, alles. Und ist schon Chaos, oder? Alles.
Morgen. Guten Morgen. Hubert, mir geht's bestens, danke. Mir geht's echt ganz, ganz super. Erwin, ich bin immer noch in Obertilliach, in Osttirol. Also ins geht's allen bestens. Danke. Leute sind alle sehr, 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 sehr nett zu mir. Und ich fühle mich da schon richtig heimisch. Ja, alles, da muss ich über, keine Ahnung, über Salzburg oder keine Ahnung, wie ich dann morgen von muss. Von wo bist du, Doris? Ob ein Stromausfall ist? Danke, Cornelia, wünsche ich dir auch.
gewaltig, wenn man das so sieht. Ich muss jetzt echt ehrlich gestehen, so habe ich es selber noch nie erlebt. Morgen. Es ist sehr, sehr rutschig zum Geld. Ich muss echt da so aufpassen, dass mir jetzt da nicht hinhaut. Wer ich? Ja, ich bin ja 60. Also die größte bin ich jetzt einmal nicht. Und nochmal ein großes Dank an der Stelle an Markus, der mich immer mit den neuesten Infos versorgt. Meine Schuhe. Bitte. Ja, ich pass auf. Ja, bin ich auch wieder. Wie man sieht, sind alle wieder ganz fleißig beim Arbeiten, dass die Straßen frei werden. Na gut, das war es jetzt erst einmal wieder von mir.
Ich melde mich dann Nachmittag bei euch, zumal das Netz hält. Hoffentlich das Beste. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Wir sehen und hören uns später. Pfiat euch!